Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Es ist Montag, das heißt, es ist wieder Zeit für Max Out Monday. Ich schaue mir übrigens noch die ganzen Evo-Matches vom Wochenende an. Hatte ich leider nicht die Zeit, da war ich auf Scheiniger Quasar-Jagd. Aber am Wochenende war Evo 2019. Ein paar gute Matches waren mit dabei, habe ich gesehen, habe ich gehört. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr Evo geschaut habt oder interessiert seid an Evo. Und passend zum Max Out Monday natürlich wieder eine Box, diesmal von King's Loot. Da schauen wir später vorbei. So, zum C-Day. Maximieren natürlich Trassler bzw. die Entwicklungen. Nicht den hier. Oh mein Gott, ist der low, Mann. Wieso ist der so low? IV-Check. 100er Galagladi. Das ist nicht der aus dem Botanischen Garten. Warte mal, ich hab... Oh, da ist noch was. Ich würde sagen, ich habe vielleicht gerade gar nicht genug Bonbons, oder? Ich habe so viele entwickelt. Das müsste schon reichen. Der ist so low. Das werden wir gleich sehen. Muss ich ein paar verschicken noch. Ich würde sagen, ich habe so viele jetzt entwickelt. Und danach habe ich getauscht und ich habe so viele gute bekommen. 3 98er, 2 davon Lucky, 1 Unlucky 98er. Ein Lucky 100er noch. Und 96er, den habe ich zu Gala Gladi entwickelt noch. Der Rest wird aber alles zu God of War. Ja, C-Day war ganz okay. Checkt das Video ab. Bei mir lief es echt gut. Ich habe andere Shinies noch gefangen, also nicht nur C-Day Shinies. Ich habe noch einen Plusso gefangen und einen Griffel und einen Shiny Rayquaza. Also gönnt euch auf jeden Fall das Video. Da gab es halt noch die große Kontroverse, das große Thema. Die 10er Trassler-Eier. Die mir hat sich 9 Stück gegönnt. Ah ja, ich wollte ein eigenes Video dazu machen, aber kann man sich eigentlich sparen. Ja, ich meine, die Meinungen dazu sind gespalten. Ein paar, also viele eigentlich, so sagen wir mal 60, 65%, 70%, finden es schlecht. Meiner Meinung nach zu Recht. Die anderen 30 haben was Gutes aus dem Ei bekommen und finden es gut. Aber nur, weil sie was Gutes aus dem Ei bekommen haben. Ansonsten hätten sie es wahrscheinlich auch schlecht gefunden. Ah ja, schauen wir mal, ob die sowas wiederholen, ob die das jetzt bei jedem Seeday machen. Wenn ja, dann wäre ich auf jeden Fall kein Fan davon. Es sei denn, ja, schwierig zu sagen. Klar kann man sagen, okay, es gibt halt extra Bonbons, aber am Seeday sollte man eh genug Bonbons machen. Klar sind die Pokémon aus den Eiern relativ gut, haben bessere IV. Aber dafür ist der Tauschen da und Glückstausch und so. Und die normalen Tausche, die dann lucky werden. Da kriegen die eigentlich eine relativ gute IV. Klar kann man sagen, ja, Shiny mit guter IV, da ist die Chance relativ hoch, aber ganz ehrlich, man kann auch ein schlechtes Shiny mit einem garantierten Glückstausch tauschen und dann wird das auf jeden Fall relativ gut. Dementsprechend, ich bin kein Fan davon. Dann sagen natürlich manche noch, ja, der Staub. Klar, bringt Staub, aber es gibt halt viele, die achten nicht nur auf den Staub, die wollen halt auch noch was Gutes aus den Eiern, weil die eben nicht so aktiv sind, sag ich mal. Und die brauchen immer noch Sachen aus den Eiern, brauchen immer noch Bonbons. Und 10 Kilometer sind schon viel, also jetzt mit dem reduzierten Kilometerbonus. Bei anderen Zielen macht das natürlich keinen Sinn. Da wo volle Kilometer, volle Distanz ist und da man da 10 Kilometer laufen muss. Oder 5, wenn es irgendein Start oder so ist, oder 2. Ja, ich bin vorbei. Macht vielleicht doch Sinn. Wenn das nächste Pokémon irgendwie. Das nächste Pokémon ist ja ein Starter. Starter kommen aus was? 2er. Kann man auch wieder in die Eier packen. Dann kommen nur 2er raus und nur aus den 2er kommt dann Gelast. Könnten die schon machen. Was die aber nicht gemacht haben diesmal, Sinnohsteine. Für Mammutel gab es vermehrt Sinnohsteine. Und Galagladi braucht ja auch einen Sinnohstein zum Entwickeln. Haben die diesmal nicht gemacht. Also ich habe genug Sinnohsteine, für mich war es kein Problem. Außerdem wollte ich jetzt nicht so viele Galagladi entwickeln, wie zum Beispiel Mammutel. Aber ihr könnt ja gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr Sinnohsteinmangel hattet, bezüglich Galagladi. Außerdem will man den wahrscheinlich eh nach dem Seeday entwickeln, wegen nicht die Attacke zu haben. Auch sein, wie gesagt, für bestimmte Sammler. Damit die halt die Legacy Seeder-Attacke haben, aber. Naja.
Also rein theoretisch müssten die dieselben Werte haben und genauso hoch kommen wie God of War. Was an sich gar nicht so schlecht ist. Bisschen über 3000. So. Schauen wir mal, ob die Bonbons reichen. Ich glaube, es reicht nicht ganz. Weil der war schon ziemlich low, der war unter Level 20. Müssen wir beim nächsten Mal fertig pushen. Ich bin nämlich am Wochenende in Hannover. Beim Pixel Cup. Grüße gehen raus an Amar, der mich dazu eingeladen hat. Und ja, da kann ich einfach alles, was ich da fange, mit meinem krasser Tausch und dann 3 Bonbons dafür bekommen. Ja, hat nicht ganz gereicht, tut mir leid, Leute. Leider. Einmal können wir auch pushen. So, das muss auf nächsten Max und Monday verschoben werden. Aber vom letzten Seed noch. So ein Packs. Und da, den müssen wir noch fertig maxen. Da haben wir zum Glück genug Bonbons. Boah. Nicht schlecht. Ja, nächster Seeder, wie gesagt, müsste Chillas sein. Und an sich, kommt drauf an, wann Gen 5 kommt, haben wir Seeder technisch die Starter durch dann. Sehr bald. Weil wir sind dann schon bei Gen 4. Übernächster ist dann irgendwas anderes. Dann übernächster ist Panflam. Und dann wieder was anderes. Und dann auch schon der Wassertyp, Plinfer. So, zweimal noch und der letzte. Oh, das war schon der letzte. Sumpex Max knapp unter 3000. Ah, 2974. Ich überlege gerade, ob ich noch einen maxen soll. Aber ich glaube, das reicht erstmal und wir gehen rüber zu der Box. So, mir ist gerade eingefallen. Nächsten Montag gibt es, glaube ich, kein Max auf Monday. Oder doch. Ich wollte gerade sagen, es gibt keinen, weil der Staubbonus fängt an und in der Zeit gebe ich keinen Staub aus, weil wir ein paar Challenges laufen mit ein paar anderen Spielern, wer am meisten Staub machen kann. Also nochmal, alle Infos unten in der Beschreibung bezüglich der Box hier von King's Loot. Jeden Monat eine Box zum Thema Gaming, Geek und Nerds, Anime-Zeugs, Comics-Zeugs, also genau unser Ding. Wir schauen mal rein. Ich sehe schon, Zelda, Paula, Red Rupee, der rote Rubin als Licht. Das krasse ist, ich habe das Triforce-Teil. Oder habe ich das Gold-Triforce? Ne, ich habe das normale Triforce. Jetzt habe ich 2 Lichter davon. Das ist geil, vielleicht mache ich echt eine Sammlung davon. Nochmal für euch hier. Sehr geil. Oh, League of Legends. Ich kenne eine Menge Leute, die das zocken. Ich bin nie reingekommen, aber ich schaue mir auf jeden Fall immer die WM an. Und LCS-Finale, vor allem wenn TSM dabei ist, TSM mein Team. League of Legends, kleine Sammelfigur. Aber wirklich auskennt tue ich mich nicht mit den Figuren. Dann haben wir noch am Start natürlich wie immer ein T-Shirt. Wow. Das ist sehr pink, sehr auffällig. One Crystal to rule them all. Ah ja. Also, das ist eine Herr der Ringe-Anspielung auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, was der Kristall andeuten soll. Sagt mir gerade nichts. Irgendein Untersetzer von irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ein Harry Potter Notebook. Yo. Nicht schlecht. Nicht schlecht. 2. Okay. Ah ja, okay, 2, ja. Harry Potter Go, Wizards Unite. Wer das noch zockt? Ich wollte immer noch ein Video dazu machen, wieso ich das nicht zocke. Oder nicht gescheit, videotechnisch. Wird wahrscheinlich noch kommen. Aladdin! Genie Echo. Also erstmal, Aladdin, der Film war nicht schlecht, könnt ihr gerne abchecken. Die Story ist zwar immer dieselbe, aber ich fand den Film echt gut. Und ja, Genie Eierplatte, wo ihr euer Ei drauflegen könnt. Ist nicht schlecht, ist süß. Auf jeden Fall freue ich mich selber das Licht. Vielen Dank an King's Loot für die Box.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's von mir, Leute. Max out Monday. Fast zwei Pokémon gemaxt. Hat leider nicht ganz hingehauen mit den Bonbons. Das Galagladi, der Galagladi war leider viel zu low. Ja, leidend. Aber das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.